Und herzlich willkommen, meine Lieben, zur nächsten Folge The Inner World, der letzte Windmönch. Letzte Folge mit diesem wunderschönen Bingo-Pony. Diesmal sprechen wir mit diesem Händler. Ich will erst hier ein bisschen gucken. Ich kann doch nicht fliegen. Ich will mir ein paar Sachen angucken. Es dreht sich ganz langsam. Ich möchte kurz mal letztes Mal nicht verkneifen mit dem Pony und so. Pandur, der alte Windmönch. Damals hatte er seine Brille noch und er sah wesentlich wütender aus. Den suchen wir, glaube ich. Das ist ein Symbol wieder. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das sieht bröselig aus. Ein Horn! Das ist zu schwer für mich. Laura, ist zu schwer für ihn. Du bist dran. War klar. Es war so klar. Die ist doch schon abgebrochen. Die ist doch schon abgebrochen. Na, ich dachte, wir können das da drüber streifen, damit es so gestreift aussieht wie... Egal. Die ist doch schon abgebrochen. Whatever. Wir haben jetzt so viel Zeus hier schon wieder, ne? Ich sehe die Spitzenfelsen am Stadttor. Was hier runterfällt, hat schlechte Überlebenschancen. Nicht gut. Toll. Man kann Unkraut und einen Magneten gewinnen. Das ist ein Glücksklee. Achtung, extra starke Chili, nur für Erwachsene. Aha, Herausforderung akzeptiert. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Interessant. Wundertüten! Ich will Wundertüten kaufen. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Oh, Mann, ey. Habt ihr was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Yeah. Juhu. Er ist so naiv. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Wow. Du bist so leicht zu beeindrucken. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft. Und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für ein Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol? Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Oh Mann, ey. Okay. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase. Der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Yay! Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich... allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Ich bin eine Wundertüte, wir brauchen ein Hufeisen. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Okay. Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja. Ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Aber es ist nicht das Gleiche wie betrunken. Man ist eher hebelig. Hört sich prima an. Kann ich das mal probieren?
Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Nicht dürfen wir. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das könnt ihr dann bei mir kaufen. Super, danke. Hä? Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Ha, genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Oh ja, oh ja, oh ja. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Ja, gut. Na komm. Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Gut. Auf Wiedersehen. Also, beehrt uns bald wieder. Ich möchte eine Wundertüte kaufen. So viel steht Was müssen fest. Wir tun, um so eine Wundertüte zu bekommen? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hätte Geld. Wechselgeld. Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich gebe euch mein Zeug für Geld. Oh Mann, ey. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Was du willst. Dankeschön. Vorsicht, da ist eine, wenn du sie kaufst. Oh, komm schon. Wir wollen diese Wundertüte da. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Welche? Hast du dir eine aus? Toll, Kleeblätter. Ja, bestimmt. Ich will noch eine. Wir wollen diese Wundertüte da. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Allein mit Glück kommen wir nicht weiter. Du meinst, wir brauchen sowas wie ein Hilfsmittel, um das Hufeisen zu finden? Ich dachte an Waffengewalt, aber das macht mehr Sinn. Oh, okay. Wir brauchen etwas aus Metall. Damit könnte ich herausfinden, in welcher Tüte der Magnet ist. Mhm. Aber das kann Robert machen. Robert, halt mal das Pendel hier an die Wundertüten von dem Kerl. Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Okay, wir möchten genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Und keine Faxen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen. Hufeisen. Sieht eher wie ein Magnet aus. Ich habe gesagt, keine Faxen. Das ist ein Hufeisen. Ich schwöre, das ist ein Hufeisen. Das ist ein Magnet. Die ist doch schon abgebrochen. Ja, ich dachte, wir können die ein bisschen hübscher machen, die Steinspitze, mit Pony das als Horn. Kurze Arme. Huck, du bist dran. Gib dem Pony... Abstand halten, Huck. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Ich kann doch nicht fliegen. Ja, aber was denn... Damit warte ich, bis meine Arme dreimal... Ah! Also manchmal, Spiel, manchmal machst du mich ein kleines bisschen verrückt. Okay, was mit den Symbolen machen? Ist das magnetisch? Glück hilft mir hier nicht weiter. Ach ja, für ihn ist es ja ein Hufeisen, für ihn ist es ja kein Magnet. Wir brauchen kein Glück, wir brauchen... Oh ja, wo war ich denn? Phosphorstoff, das habe ich nicht mitgenommen. Das war in der Kiste. Oh, ist das süß, ein Phosphorstoff hier. Kuscheltiere sind was für Jungs. Für Jungs, genau. Ja, wir gehen mal runter. Wieder. Wir probieren das mal ein bisschen aus, würde ich sagen.
Hier, kann netter ich... Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Ist nicht gut genug. Die ist doch schon abgebrochen. Langsam ist es Verzweiflung. Ja, ein bisschen Verzweiflung. Die geht nicht auf, so ein Mist. Wir brauchen kein Glück. Wir... Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. No. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Ja, ich schätze... Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ja, das Ponypferdchen fehlt. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Ja, ja, ja. Ach so, hier, Hebelkraft. Das müsste klappen. Also ab und zu hängt das Spiel ein bisschen. Warum auch immer. Das würde nichts bringen. Robert sollte sich das mal anschauen. Okay, Robert, schau dir das an. Das sieht aus wie Noten. Ein neues Lied für uns. Oh, wir haben ein neues Lied gelernt. Oh, wie cool. Okay, wir gehen nochmal zum Windbrunnen. Wir müssen ein neues Lied spielen. Wow! Wow! Den gleichen Ring gibt es in der Dynastie. Die Flötennasen scheinen früher nicht nur im Wald gelebt zu haben. Die Sage vom Einklang ist also wahr. Horkel! Ich hab dein Horn nicht mehr. Wie wär's damit? Was soll er damit? Was Horn? Hier. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Okay. Jetzt sieht mein Glückshuf richtig Hammer aus. Nice. So sollte es sein. Glück hatte ich noch nie. Hier, kämm dich damit. Darf ich dich kämmen? Mit der? Na gut. Yay! Hey, ich habe eine Kugel in deinem Fell gefunden. Meine Bingo-Kugel. Bitte gib sie mir. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, jetzt fehlt nur noch das Horn. Das... Kannst du damit deinen Schweif und deine Mähne aufmotzen? Nein, alle anderen tragen Silber. Silber. Es gibt so viele Dinge, für die sich das Leben lohnt. Aber das hier ist keins dieser Dinge? Ach nein, ich denke nicht. Gut. Abstand halten, Huck. Ach Mann, ey. Ihr seid auch so übervorsichtige Eltern. Glück kann man nicht mit Gewalt erzielen. Okay, gehen wir noch an. Ich mag, okay, wir haben jetzt die Mähne, er hat jetzt sein Glückshuch wieder. Das heißt, es fehlt ein glänzendes, silbriges Fell. Und, achso, ja, hier, Fluss, klar, mach mal kurz hier so. Hauptsache, Hack kann das auch machen, ey. Das mache ich nicht. Warum nicht? Netter Einfall, aber nett. Ja, ja, nett ist nicht gut genug. Nebennase. Ah, okay. Hocke!
So, wir sind noch auf Hack. Aber hier. So, da. Kannst du das vielleicht gebrauchen? Ja, das ist ein tolles Horn. Naja. Lass mal so stehen, ne? So. Wir kommen noch voran. Nach und nach, wir kommen voran. Langsam, aber, ne? Ja. Kommen aber auch hier an die Grenzen langsam. Da geht's wohl zu Bernies Bing. Schöne Phosphor. Scheint eine geschlossen. Hm. Aber ich jetzt hier. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang. Ja. Hack, kommt da ja auch nicht ran. Mal ein bisschen hier umschauen. Ich glaube, wir haben jetzt ja schon wieder ein bisschen was geschafft. Also, das gehört zu Ich den... kann doch nicht fliegen. Hack. Nee, komm mal runter, Hack. Basil. Nee, Basil. Auch nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Okay. Hier ist aber auch sonst nichts. Nö. Los, hack die Tür auf. Stimmt, man hätte ja einfach klopfen können. Macht wer auf? Versuch was wert. Hack aus! Das hast du bestimmt von Laura. Dass sie da nichts so sagt, ist ein Wunder. Hallo? Geht. Ja, geht keiner dran, wenn Mama Dola sitzt beim Bingo. Hallo? Können wir es nicht mitnehmen? Braun hat auch immer noch so eine Tröte für. Aber das ist ja dann nur der Hut, der einem bleibt. Die wollen halt hier unpartout nichts machen. Interessant. Können wir hier. Das brauche ich ja wohl dringender. Das fasse ich nicht an. Ich dachte, dass das dann vielleicht stehen bleibt. Wir brauchen kein Glück. Wir Ja. Ihr braucht kein Glück. Lieber nicht. Oh, können wir hier mit der Flasche tauschen? Stimmt, sie hat ja gesagt, das ist was für Männer. Ein Phosphos. Wie wär's mit Schnaps? Wie soll mir das helfen? Keine Ahnung. Ach so, Alkohol. Verkäufer, wir sind erwachsen, wir haben Alkohol. Macht total viel Sinn. Das beweist doch wohl, dass ich alt genug für die Chili bin. Ja. Oh ja. Viel Spaß damit. Oh yeah. Okay. Und wie bekomme ich die jetzt auf? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Oh, Mann. Die Chili muss wirklich sehr gefährlich sein. Ich weiß aber auch nicht, was wir mit der Chili machen sollen, ehrlich gesagt. Aber okay, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Am nächsten Mal. Ciao, eure Akira.